MCs wollen in die Juice, ich will in die Vogue. Ich will meine Fresse auf dem Juice-Cover. Ein Schuss in den Ofen. Killekata geht mit deutschem Jagdgewehr. Hau ab und komm weg, wenn die Tat verjährt. Bye bye. Satz mit X, das war wohl nix. Baby, bei mir läuft Forrest Gump. Alter, siehst du, bei mir läuft Forrest Gump. Mach ein paar Wege ab, das Geschäft läuft wie Forrest Gump. Denn mein Business läuft gut, Forrest Gump. Ich fick dich auch im Feature mit meinem Daddy. Cover Popgesang und keiner nimmt mich ernst. Trotzdem läuft's bei mir Forrest Gump. Mein Geschäft läuft allein wie Forrest Gump. Bei mir läuft wie Forrest Gump. Bei uns läuft es wie bei diesem Forrest Gump. Motherfucker, bei mir läuft, nenn mich Forrest Yo, Gump. Snowball, bei mir läuft wie bei diesem Forrest Gump. Du willst lustig sein und bist ein Olli Sparpocher. Gib doch mal dein Pimmel, hier brauch jemand einen Zahnstocher. Nigga, you gay. Der Typ, der ist mit deiner Bitch auf dem SLK, Rücksitz 3. Jetzt mach dich nackig, bloß leg dich hin, aber zack ich. Es gibt kein Tabu, ich bin cool, wenn sie will, dann kack ich. Bah! Ey, wie ekelhaft bist du denn? Und der Genitalbereich wird von so Schönheiten getrodet, dass ich denk, ich hab den Harem eines Ölscheiß überboten. Och, der Reim ging doch voll in Ordnung. Zum Glück hat es Echo bei zwei Zeilen belassen. Moment mal. Eine Dröhnung reingezogen, diese Einflößung von Drogen ist in Österreich verboten, denn sie tötet einen Zyklopen. Das sind größtenteils Methoden von Schönheitschirurgen, um den Blödheitsgrad zu proben, vom Fötus eines Toten. Ich weiß, dass ihr alle meinen Namen kennt. Katze Kara 24 wie von A bis Z. You stupid. Um bis zur Skyline zu kommen, war mein Zukunftsplan. Er ist guter Junge, wir sind wieder Kuckucksklan. Vendetta Junge, das sind ich und meine Freunde hier. Doch was wollt ihr sagen vor Gott? Siehst du die Leichen der Kinder? Getötet mit Waffen von euch, was ist schlimmer? Sagt mir, ob Merkel, ob Schindler. Lieber Animus, die Person, die du meintest, dürfte Adolf Hitler sein. Stattdessen hast du aber Oskar Schindler erwähnt. Dieser bewahrte tausende jüdische Zwangsarbeiter vor der Ermordung in Konzentrationslagern. Aber klar, den schlimmsten Kriegsverbrecher aller Zeiten kann man gerne mal mit ihm verwechseln. Guck dir doch gerne mal diesen Film an, da lernst du noch mehr darüber.